Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Im letzten Stream haben wir hier aufgehört aufgrund von Internetproblemen. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen läuft. Ich habe den Server gewechselt und mal gucken. Je nachdem, ob es funktioniert oder nicht, machen wir weiter. Und wenn es wieder abbricht, dann muss ich das wohl als Let's Play Format weiterführen. Aber ich habe die Server aus einer Liste gezogen, die wohl für meine Internet Bereich hier optimal wäre, ohne dass ich ein bisschen habe. Dann schaue ich doch mal. Hey, du warst kein Trainer, ne? Nein, warst du nicht. Okay. Bisher scheint es ja richtig zu laufen. Bisher sehe ich nur grün. Ja, ich wollte ja gucken, auf welcher Route sind wir denn eigentlich? Karte, weil dann schaue ich mal kurz direkt nach, was für Pokémon es hier gibt. Route 210, damit wir den Pokémon fangen können, weil da haben wir ja vergessen, ne? Nur ich dann irgendwann mal nach und ich vergesse auch immer wieder den Sound Alert Browser Source einzufügen, aber na gut, kann man nichts machen. Ich sollte. Okay, Ponita, haben wir schon Ponita. Ja, bevor wir uns jetzt hier auf die lange Suche nach dem Pokémon befinden, schaue ich einmal hier nach. Ponita. Haben wir Ponita schon? Warte. Sortieren. Alphabetisch. So. Haben wir. Im Kleinstein haben wir das. Weiß ich zur Beise. Haben wir auch. Chanaira und Patimini haben wir auch, ne? Patimini haben wir. Und Chanaira haben wir auch, okay. Enton, haben wir Enton? Ja, haben wir. Haben wir Bidifas? Ja, haben wir. Ist die Weiterentwicklung. Meteor haben wir auch. Haben wir Hoothoot? Nein, Hoothoot haben wir nicht. Okay. Noctu gibt es auch, die Weiterentwicklung und Mashok. Okay. Also Mashok, Noctu und Hoothoot, also drei Pokémon. Bin ich mal gespannt. Ich bräuchte deine Weiterentwicklung. Aber es scheint jetzt richtig gut zu laufen mit dem Server. Ich bin gespannt, ob es so bleiben wird oder nicht. Na dann werde ich wieder öfter streamen. Wir müssen eh noch was trainieren für die nächsten Orden. Oh, Staraptor, das hast du so toll gemacht. Viel ist gelobt. Alle Hashtag Staraptor in den Chat. Ach, guck mal, da ist ja auch schon die Weiterentwicklung. Ich hätte noch mal nachgucken müssen, ob Hoothoot und Noctu tagsüber auch ja spawnen können. Ich hoffe mal, dass Ruckzuck jetzt nicht allzu viel abzieht. Nein, im orangen Bereich, das ist ja noch wunderbar zu verkraften. Mashok, das Kraftprotz-Pokémon, Typ Kampf. Mashoks grenzenlose Kraft bringt allerlei Gefahren, weshalb dieses Pokémon einen kraftregulierenden Gürtel trägt. Okay, dann schaue ich mal kurz in den Pokédex. Aber das geht jetzt am schnellsten. Habitat. Unbekannt. Spawnt noch nachts? Okay, dann hat sich das eh erledigt. Ja, Noctu auch noch nachts. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann ist das eine Sache, die wir offscreen machen müssen. Dann werden wir mal
nachts hier sein. Ja. Kann ich nachts fangen. Das ist ja kein Problem. Als Ass-Trainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren, egal ob ich gewinne oder verliere. Dann haben wir heute mal etwas Prozess. Ich hätte Manaphy wieder an erster Stelle tun sollen. Ich bin ja gespannt, ob wir für den fünften Orden immer noch überlevelt sind oder vielleicht sogar schon unterlevelt. Das werden wir dann sehen. Aber ich nehme mal mit Luxra und X-Bad haben wir ja eine gute Chance, die fünfte Arena zu meistern mit ihren Unlichtattacken. Nein, ich habe verloren. No. Okay, dann einmal Pokémon tauschen. So. Ist halt Doppelkampf, ne? Wunderbar. Hier kommt dein Trainer. Bist du bereit, Ede? Los geht's. Sieh hin, Ines. Ich werde alle Tricks einsetzen, die du mir beigebracht hast. Okay, bin gespannt. Ihr werdet trotzdem nicht gewinnen. Denn unser Team ist wirklich stark. Egal, ob ihr erst Trainer seid. Raichu. Ich glaube, da gehen wir tatsächlich auf Raichu drauf. Volle Kanne auf Raichu. Damit der schon mal weg ist. Noch nicht weg, oh je. Das könnte schmerzhaft werden. Oh, es geht eigentlich. Okay, dann wechsle ich Manaphy schon mal aus zu Luxtra. Und Empoleon kann Raichu fertig machen. Eine Sekunde mal kurz. Irgendwas stimmt nicht. Nur ist tatsächlich hier an dieser Stelle ein bisschen Pixel, würde ich mal behaupten. Also nicht jetzt hier eine Aufnahme generell, sondern allgemein im Fernseher. Im Vergleich zu Pokémon Let's Go. Agilität brauche ich nicht. Armes Empoleon. Oder Empoleon. Empoleon, Empoleon. Ach, whatever. Nein, es wird wieder rot. No. Jetzt wird es wieder grün.
Oh, was ist denn? Weiß nicht, was los ist. Warum wird es jetzt wieder... Mann! Ich bin gerade wieder... auf Hasszug. Wenn ich das vielleicht weiter hier hinschiebe... Jetzt habe ich keinen Sound mehr. Warum habe ich jetzt keinen Sound mehr? Jetzt habe ich das Sound. Okay. Mann, was ist nur los, OBS? Das ist doch nicht mehr spaßig. Einstellungen. Noch nichts mehr anders, ne? Vielleicht hier noch. Mal gucken, ob das was bringt. Weil sonst weiß ich nicht weiter, vielleicht. Kann ich noch die FPS runtersetzen? Nein, kann ich nicht mehr, toll. Vielleicht hier auf nichts. So. Da habe ich dich gerade gelobt und jetzt machst du wieder Faxen. Du scheinst von deinem Talent überzeugt zu sein. Mal sehen, ob du recht hast. Mir ist von dem Bitrate etwas runtergegangen und... Nein. Ich, das ist jetzt nicht mehr... Ich weiß jetzt nicht, ob es an meine Internetleitung liegt oder nicht. Ich werde noch wahnsinnig hier. Jetzt ist es wieder normal. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Das OBS solche Probleme momentan hat bei mir. Muss mal nachher einfach mal Spaß bei Streamlabs gucken, wie es da ist. Nämlich dann Streamlabs für Stream noch so und OBS nur für Aufnahmen. Jetzt scheint es aktuell wieder zu gehen. Und was in den Einstellungen angestellt, was das verursachen könnte. Da liegt es vielleicht wirklich an dem Browser Source und dem Chat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es scheint sich wieder gefangen zu haben. Ein Onyx, dann kann doch mal Impoli noch mal wieder was machen. Ich muss wirklich gucken, woran es liegt. Er scheint sich jetzt wirklich gefangen zu haben. Wir sind doch einfach zu viele Geräte im WLAN. Das könnte auch sein. Vielleicht brauchst du einen Repeater. Das ist nochmal alles verstärkt. Vielleicht hätte ich jetzt vorher noch auf Flug wechseln sollen. Ich würde eigentlich erst hier lang, bevor ich auf die andere Richtung gehe. Monty, okay, was hast du denn? Ein Maschok, okay. Ich glaube, das schafft meiner Vieh auf. Auf YouTube werden sich die dort jetzt wundern, warum es das gerade so geleckt hat. Einfach, ich streame dieses Projekt hier und OBS macht momentan bei mir Faxen. Manchmal läuft das ohne Probleme, manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. I don't know.
Level up. Okay, hua. Okay, da scheint es weiter zu gehen, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Blub, blub, blub. Hier ist der letzte Ninja. Dich habe ich gesehen. Einem Ninja stehen jede Menge coole Techniken zur Verfügung. Ein Pudox, auch das schaffen wir mit Manaphy. Auch das schaffen wir, das wird kein Problem sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Bitrate jetzt so gut ist. Was stark denn die Vorschau? Naja, jetzt nicht wirklich ein Unterschied. Nicht wirklich, ne? Kann ich die Vorschau auch wieder deaktivieren, dann habe ich mehr CPU zur Verfügung. Immer fürs Streamen reicht das. Luxa, du verschwörst mir den Weg, Luxa. Pizza. Spukball. Kann das einer von uns in Bonbon zufällig lernen? Auch wenn es von Typ Geist ist, die Attacke. Jubilifos. Weil ich wollte es nicht mal nach Fieber bringen. Ich wollte es Bilifos beibringen. Ja. Das ist eigentlich auch gut, Superzahn. Knirsch aber eigentlich auch. Ach, mach auch. Nein. Ich glaube, dann kommst doch du. Dann, weil du hast eine Attacke, die ich nicht brauche. Und das wäre schade. Für. Spezialangriff. Verteidigung. Dann nehmen wir einfach mal Five Clans. So. Was bist du? Fliegen. Ja, das wollte ich noch nicht. So, wie viel Schaden macht dein Fliegen? 90, 95. 60, 160. Okay, dann verlieren wir doch mal Flücker. Bei Aeroas kann niemand ausweichen. Ich hatte gerade wieder ausgelassene Frames, aber die Prozentzahl senkt sich wieder. Das heißt, es ist alles wieder Maßen. Das ist doch gut, würde ich mal sagen. Okay, da ist ein Flugtrainer. Dann will ich tatsächlich machen, dass ich das hier jetzt so tausche. So. Wir Ninjas tauchen immer da auf, wo man uns am wenigsten erwartet. Okay. Ein Krebunkel, okay, mal gucken. Ob unser Luxtra dagegen auch was machen kann. Erstmal senkt mir seinen Angriff und dann greift mir mit Funkensprung an. Und es hat gereicht.
X-Bad erreicht Level 38. Nice, nice, nice. Goldbad. Nur das passt ja doch hier im Schnürchen hier. Kampf, Funkensprung. Eine unerwartete Niederlage. Dadurch passe ich auch einfach mein Overlay etwas an, dass ich jetzt dann nur kurz eingeblendet werde und nicht komplett die ganze Zeit. Vielleicht hilft das ja auch. Mal schauen, was nicht dauerhaft eingeblendet sind. Dann gibt mir das Spiel halt wieder im Vollscreen und unten rechts vielleicht oder unten links kommt dann der Chat. Mal schauen. Beim nächsten Mal. Ich habe geplant, heute mal bis 18 Uhr zu streamen. Das heißt, etwas länger, damit wir mal auch endlich mal ein bisschen Prozess haben. Legenden Arceus dauert, bis ich das streamen werde. Vielleicht werde ich das auch als Let's Play machen. Mal gucken. Aber falls ich das Stream oder das Name werde, dann erst voraussichtlich April. Weil vorher komme ich leider nicht dazu. Ich habe noch andere Projekte, die ich machen wollte und immer hin und her geschoben habe. Deswegen ziehe ich die jetzt erstmal vorrangig vor. Zum Beispiel habe ich jetzt mit parallel zu Pokémon Strahlender Diamant jetzt auch noch als Let's Play mit Pokémon Let's Go Evoli angefangen. Weil Gerüchten zufolge soll ja dieses Jahr eventuell sogar Pokémon Let's Go Johto rauskommen, was ich dann auch krass finde, würde aber erklären, warum Legenden Arceus verhemmt auf Januar Release gesetzt worden ist und nicht normal auf November. Würde Sinn machen. Deswegen dachte ich, okay, wenn ein neues Let's Go rauskommt, dann können wir auch parallel schon mal Let's Go Evoli spielen. Gegen so einen Jungspund werde ich sicher nicht den Kürzeren ziehen. Bin ich mal gespannt. Und bin ich ja doch mal gespannt, du. Hatte schon wieder ausgelassene Frames, oder nicht? Hat sich jedenfalls noch nicht geupdatet, aber es war gerade wieder im roten Bereich. Kann natürlich sein, dass jetzt mein zweiter Monitor jetzt natürlich auch bin ein bisschen hemmt. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Hast du toll gemacht, Luxtra. Wunderbar. Ja, fahrig. Ich glaube, damit kommen wir mit Luxtra am besten hin. Wenn ich mich nicht irre, ist nämlich unlich sehr effektiv. Und Level 42, wunderbar. So. Warte, ein X-Bad kann auch was. Na, X-Bad hat keine Flugattacke mehr. Okay, dann Staubtor. Wisst ihr was? Wenn ich den Chat jetzt auswerfe, dann macht das. Macht er. Overlay auch keinen Sinn mehr. Aber jetzt hat er sich geupdatet. Ausgelassene Frames sind jetzt schon fast bei 2000. Das war jetzt nur 2,2%, aber trotzdem ärgerlich. Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich der Chat ist, der Browser, der es vielleicht runterzieht. Weil es parallel komplett offen ist. Weiß es nicht.
Ich wollte nur flippen. Ich meine, jetzt sind wir eh weit genug gekommen, dann können wir uns auch wieder vom Fahrrad verabschieden. So, wie komme ich denn da hin? Ach, mit Kaskade, okay.